Konrad Lorenz, die Verhaltensforschung, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden, für uns aber wichtig sind. Ich stelle mehr als 60 deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Konrad Lorenz unter Vorbehalt und die Entwicklung der Verhaltensforschung. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Konrad Lorenz zunächst zur Biografie. Konrad Zacharias Lorenz wurde am 7. November 1903 in Wien geboren und starb am 27. Februar 1989 in Wien mit 85 Jahren. Als ersten Reflex wollte ich die Biografie von Konrad Lorenz zurückstellen, weil nicht ausreichend klar ist, wie eng er mit dem NS-Regime, insbesondere in den Jahren 1940 bis 1944 in Königsberg und in Posen mit dem Rasseamt der NSDAP, zusammengearbeitet hat oder nicht. Bei näherer Betrachtung werden die Zusammenhänge aber vielschichtiger, wie es immer ist. Ein Schwarz-Weiß-Schema verbiegt die Wirklichkeit und wird einem Menschen und seinem Lebenswerk nicht gerecht. Die Zeitspanne in der NS-Zeit muss historisch genauer erforscht werden. Seine eigenen schriftlichen Zeugnisse aus dieser Zeit benutzen deutlich die Sprache der Nationalsozialisten und befürworten damalige Ziele der Verbesserung des Erbgutes, ohne dass von mörderischer Selektion auch nur eine Ahnung wäre. Lorenz selbst hat nach dem Krieg diese Schriften als schweren Irrtum bedauert. Er habe sie geschrieben, um eine Förderung seiner wissenschaftlichen Arbeit zu erhalten. Das erklärt manches, macht es aber nicht viel besser. Andererseits sind die wissenschaftlichen Leistungen von Konrad Lorenz als Vater der vergleichenden Verhaltensforschung weltweit unbestritten und grundlegend wichtig. Daher habe ich mich doch zu einer verkürzten Biografie entschlossen. Ein wirkliches Vorbild, so der Untertitel dieser Reihe, kann Lorenz erst nach weiterer historischer Klärung werden. Seine gesamte Lebensleistung ist innovativ und komplex und bedarf einer ganzheitlichen, neutralen, zukünftigen Bewertung. Wir Nachgeborenen sollten uns meines Erachtens hüten vor Überheblichkeit und allzu großer Selbstsicherheit gegenüber Personen, die in einer schwierigen Zeit jung waren und handeln mussten. Konrad Lorenz war der Sohn von Adolf Lorenz, einem angesehenen Wiener Chirurgen, und seiner Frau Emma, geborene Löcher. Sie war Ärztin und Assistentin ihres Mannes. Das Elternhaus, ein neobarockes Herrenhaus, steht in Altenberg bei Wien in Niederösterreich. Konrad Lorenz studierte Medizin in Amerika und in Wien und promovierte 1928. 1935 wurde er Assistenzprofessor am Institut für Anatomie in Wien und 1936 dort habilitiert. 1933 schloss Konrad Lorenz ein zweites Studium für Zoologie mit einem zweiten Doktortitel ab. 1940 wurde er Professor für Psychologie an der Universität Königsberg. 1941 wurde er eingezogen und nach kurzer Grundausbildung als Heerespsychologe und Militärarzt ab 1942 im Lazarett in Posen eingesetzt. Hier hat er mindestens an einer erbbiologischen Studie an dortigen Bewohnern teilgenommen. Das Studienziel war anscheinend die fragliche Bewahrung ihres Wohnortes wohl durch Assimilierungsfähigkeit oder aber die Deportation, Ausrufezeichen. 1944 geriet Konrad Lorenz in sowjetische Gefangenschaft, hier sein Ausweisbild, aus der er nach 4 Jahren nach Hause nach Altenburg entlassen wurde. Nun die Zeit nach dem Krieg. Konrad Lorenz leitete von 1950 bis 1955 das Max-Planck-Institut für vergleichende Verhaltensforschung in Buldern bei Dülmen in Westfalen, verbunden mit einer Honorarprofessur an der Universität Münster seit 1953. 1957 wurde Konrad Lorenz Honorarprofessor an der Universität München und ab 1958 zunächst stellvertretender Direktor unter Erich von Holst am
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen in Oberbayern. Nach dessen Tod wurde Lorenz Direktor von 1961 bis zu seiner Emeritierung 1973. Er forschte und publizierte auch danach weiterhin in Altenberg und in Grünau im Almtal. Konrad Lorenz erhielt 1973 gemeinsam mit Karl von Frisch und Nicolaas ten Bergen, seinem holländischen Freund, den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Er war international gut vernetzt, befreundet und geachtet. Er hatte großen Einfluss und bedeutende Schüler wie den Humanethologen Irenaeus Eibel-Eibelsfeld, hier im Bild mit unserer Taucherlegende Hans Haß, den Fotografen Otto König und weitere bekannte Verhaltensforscher, Biologen und Chaosforscher. Zahlreiche populäre Veröffentlichungen mit großem Erfolg und lebendiger Darstellung stammen von Lorenz, sowie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen. Zuletzt wurde er in Fragen des Umweltschutzes zur ikonischen Figur der österreichischen Grünen und der Naturschutzbewegung. Zum familiären Konrad Lorenz heiratete 1927 in Wien seine Jugendfreundin Margarete Gebhardt, die 3 Jahre vor ihm starb. Sie war Gynäkologin und die Tochter eines benachbarten Gemüsegärtners. Beide hatten einen Sohn und 2 Töchter und lebten in Altenberg bei Wien. Konrad Lorenz, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Konrad Lorenz gilt national und international als einer der Väter der vergleichenden Verhaltensforschung, der Ethologie, die er selber bis 1949 Tierpsychologie nannte. Seine bleibende Bedeutung liegt darin, dass er die Verhaltensbiologie als eigenständiges Forschungsgebiet an verschiedenen deutschen Hochschulen etablieren konnte. Diese Fachrichtung hat Lorenz durch zahlreiche sehr gut geschriebene Tierbücher auch ins öffentliche Bewusstsein gerückt. In diesen Geschichten wird das Verhalten aus dem Blickwinkel der Tiere geschildert. Sein Freund Tin Bergen hier im Gespräch fasste zusammen: Lorenz machte das Verhalten zum Gegenstand biologischer Forschung und betrachtete das Verhalten als Teil der evolutionären Ausrüstung eines Tieres. Konrad Lorenz führte, anders als heute zumeist üblich, aufwendige, jahrelange Untersuchungen zur vergleichenden Verhaltensforschung zwischen verschiedenen Arten durch, meistens im Umfeld seines Institutes oder Wohnhauses. Seine Methode war die genaue Beobachtung von Verhaltensweisen und deren akribische Protokollierung als Ethogramme. Hier ein solches Beispiel, um einen Vergleich zwischen einzelnen Arten zu ziehen, analog zu der vergleichenden Anatomie, bei der er bis 1935 mitgearbeitet hatte. So sollte die Evolution des Verhaltens nachvollzogen werden, da fossile Belege dafür natürlich fehlen. 2 seiner Beobachtungen sind besonders bedeutsam. Zum einen, dass Tierarten angeborene Auslösemechanismen, AAM, aufweisen, sogenannte Schlüsselreize, auf die sie mit einem angeborenen Stereotypenverhalten adäquat reagieren. Ferner die Prägung. Bei manchen Tierarten ist eine frühe, kurze Entwicklungsphase nachzuweisen, die eine unwiderrufliche Prägung auf bestimmte sich bewegende Objekte ermöglicht. Konrad Lorenz wandte sich kulturpessimistisch gegen die Verhausschweinung des Menschen. Durch den Wegfall von natürlichen Selektionsmechanismen in den zivilisierten Gesellschaften. Diese Thesen wurden natürlich diskrepant diskutiert. Er beklagte beim Menschen wie bei den beobachteten Tieren eine Veränderung und Verflachung des Verhaltensmusters durch zivilisatorische Reize. Die Domestikation könne führen zu Deformierungen von Psyche und Verhalten wie Verrohung und Kriminalität. Weitere Thesen von ihm sind: Lorenz prognostizierte den Zusammenhang zwischen der durch Konkurrenzkampf getriebenen Marktwirtschaft und drohenden ökologischen Katastrophen. Er argumentierte, in der Natur bestehen negative Rückkopplungsmechanismen, die verstärkende Impulse dämpfen und damit einen stabilen Zustand hervorrufen.
Die menschliche Kultur mit der modernen Technologie führe dagegen zu positiven Rückkopplungen, die negatives Verhalten fördern, statt es abzuschwächen. Als einer der ersten warnte Konrad Lorenz auch davor, dass die menschliche Überbevölkerung zur Umweltzerstörung führen könnte. Es gibt noch zahlreiche bemerkenswerte Beobachtungen, Folgerungen, Modelle und Hypothesen, allerdings nur selten mit experimenteller Unterfütterung und Diskussion, deren Konsequenzen für Mensch und Tier in diesem vielfältigen Forscherleben. Vieles hat Bestand, einiges ist zwischenzeitlich ergänzt worden, manches wurde auch widerlegt. Es soll aber vorerst ein Kurzvortrag bleiben. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dr. Hans-Jürgen Alexi.